We are connecting. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Gemeinsam Prozesse auf der Baustelle Digitalisierung, Automatisierung mit Hilfe der Fahrzeuggateways. Mein Name ist Marco Wasner und ich freue mich auf die nächsten 45 Minuten mit Ihnen in unserem heutigen Webinar. Bevor wir aber in die Themen absteigen, möchte ich heute noch einen ganz besonderen Gast vorstellen, unseren Kunden zu meiner Linken, den Christian Schober, und dem Kollege aus dem Marketing, den Ferdinand Klopfer, die sich aber im späteren Verlauf des Webinars noch selber vorstellen dürfen. Bevor wir aber beginnen, sind auch die Fragen von Ihnen sind uns natürlich sehr wichtig, und deswegen gebe ich jetzt vorab zum Michael ab. Genau, guten Morgen und herzlich willkommen aus der Social-Ecke, würde ich sagen. Wir würden Ihnen jetzt den Chat erklären, aber ich glaube, das brauche ich gar nicht, denn unser Chat, wenn Sie schauen, rechts unten im Bereich funktioniert fabelhaft. Wir haben Grüße, ich weiß nicht, ob es stimmt, von Serge aus dem schönen Hawaii hier einmal, dann von Bremen, von Bregenz, aus der Schweiz nochmal, aus Augsburg. Also perfekt, ich freue mich drauf. Deswegen nutzen Sie den Chat für Ihre Fragen, für Ihre Kommentare. Wir haben links daneben noch die Fragefunktion. Dieser Bereich ist geschützt, hier können Sie auch uns Ihre Fragen zukommen lassen. Und ganz wichtig, wir haben noch zwei Umfragen vorbereitet, die teilen wir natürlich dann auch die Ergebnisse mit Ihnen. Ich freue mich auf ein richtig tollen Event jetzt mit Ihnen, auf eine tolle Interaktion und habe natürlich nur für die Experten, Meinung, Experten, Wissen, Themen den Flo an meiner Seite. Danke, Michi. Christian Florian, mein Name. Ich bin im Software Support hier tätig und unterstütze Sie jetzt im Webinar mit Ihren Fragen, aber auch so zum Thema OnTrack im täglichen Alltag bei Ihnen in der Firma. Wenn Sie Fragen haben, sind wir die Anlaufstelle für Sie. Genau, somit aus der Social Corner zurück zu euch in die Lounge-Ecke. Ja, vielen Dank, Michael, vielen Dank, Flo, für die kleine Intro. Bevor wir in die Themen im Detail absteigen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir heute vier Themenblöcke haben. Zum einen eine kurze Intro meinerseits, warum sich Hilti auch als Softwareanbieter in der Bauindustrie aufstellen möchte. Dann natürlich das absolute Highlight heute in unserem Webinar, das Live-Kundeninterview mit Christian Schober, wo ich später nochmal drauf zurückkommen werde. Natürlich auch die Möglichkeit der Interaktion mit Ihren Fragen, wie bereits erwähnt, im Chat. Und als letzten Punkt werden wir auch live ins System abzeigen, um Ihnen auch nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis die Lösung, die wir Ihnen heute vorstellen, dann auch demonstrieren. Genau, Regie, könnte ich bitte die Kamera haben? Vielen Dank. Genau, ich habe es jetzt mal so genannt, Hiltis Wandel vom reinen Produkthersteller zum Service- und Softwareanbieter oder Dienstleister in der Bauindustrie. Möchte ich Sie einfach auf eine kleine Reise mitnehmen vorneweg. Hilti kennt jeder an sich, oder? Als Produkthersteller. Die sogenannte Hilti ist jedem ein Begriff und steht für Qualität in der Bauindustrie. Und ja, das gilt auch heute noch so, oder? Das ist unser Aushängeschild und da sind wir auch stolz drauf. Nichtsdestotrotz hat sich natürlich im Laufe der Jahre die Welt sich gedreht und natürlich auch entsprechend die Dienstleistung hinter den sogenannten Qualitätsprodukten von Hilti. Ein Serviceportfolio war immer relevanter, sodass wir auch uns in diesem Zuge für das sogenannte Flottenmanagement entschieden haben, wo es nicht mehr nur um die Qualität des Produkts geht, sondern auch um Serviceleistungen dahinter, wie beispielsweise ein Reparaturprozess, eine Mietoption oder aber auch Diebstahlabsicherungen. Im Zeitstrahl sieht man hier dann auch schon die erste Veränderungen im Hinblick auf Software. Das heißt, im Jahr 2015 haben wir unsere Betriebsmittelsoftware OnTrack auf den Markt gebracht, aber auch weitere Apps wie beispielsweise der Brandschutzmanager oder den Dübelberater, um hier den Kunden nochmal zusätzliche Tools an die Hand zu geben, um noch produktiver zu werden. Bis hin zu unserem
heute immer noch weit verbreiteten Beratungsansatz, dass wir den Kunden vollumfänglich betreuen. Das heißt, im Zuge einer Serviceanalyse den Kunden ein Stück weit zu analysieren, um ihm in seinem Unternehmen bei der Prozessoptimierung zu helfen. Und jetzt seit 2022 haben wir auch weitere Softwarelösungen in unserem Produktportfolio, wo ich jetzt auf der nächsten Folie nochmal näher drauf eingehen werde. Warum haben wir weitere Softwareprodukte in unser Portfolio aufgenommen? Ganz klar, unser Ziel ist es, hier auch als Softwareanbieter für Sie als Kunde in der Bauindustrie tätig zu werden. Es gibt mittlerweile auf dem Markt unterschiedlichste Softwarelösungen und es gibt nicht diese eine Software, die alle Bedürfnisse des Kunden vollumfänglich abdeckt. Natürlich haben wir bereits mit OnTrack, wie in der Folie zuvor erwähnt, mit 2015 den Grundstein gelegt und haben Ihnen eine Betriebsmittelsoftware zur Verfügung gestellt, um Ihre Betriebsmittel und Mengenartikel zu verwalten. Darüber hinaus haben wir aber auch in unser Produktportfolio Partner aufgenommen, wie im Projektmanagement über Fieldwire oder über Geschäftsprozesse in ERP-Systemen mit 4PS. Darüber hinaus sind wir auch an einer mittelfristigen Lösung, nicht nur auf Betriebs- und Prozessebene Ihnen eine Softwarelösung anzubieten, sondern auch auf Mitarbeiterebene, sprich Zeiterfassung, aber auch die Personalplanung. Ist aktuell noch im Pilot, sprich, da wird es auch eine mittelfristige Lösung geben, um Ihnen auch hier eine Lösung an die Hand zu geben. Heute soll aber der Fokus bei unserem verbreiteten Softwareprodukt OnTrack liegen und möchte Sie da auch nochmal auf eine kleine Reise mitnehmen. Wo kommen wir her von OnTrack und was ist der Weg in der Zukunft, wie wir auch mit OnTrack Sie weiter optimieren können. 2015 war der Launch von OnTrack dem Bedürfnis nach aus dem Markt, dass wir Ihnen weg von den Excel-Tabellen und von den sogenannten Schmierzetteln eine Softwarelösung an die Hand geben, um Ihre Betriebsmittel und Mengenartikel digital zu verwalten. Damals noch rein manuell mit sogenannten Barcodes und auch hauptsächlich manuellen Buchungsprozessen dahinter, dass ein Mitarbeiter seine Geräte beispielsweise aus einem Lager auf die Baustelle umzubuchen hatte. Der erste Schritt in Richtung Automatisierung war mit der Veröffentlichung unseres sogenannten BLE-Tags, Bluetooth Low Energy Tags, die zusätzlich noch den Standpunkt via Geolokalisierung übermitteln konnten in Verbindung mit dem Smartphone. 2021 war es dann soweit, wir haben die Software-Landschaft von OnTrack 2 auf OnTrack 3 abgegradet. Dies stellte den Grundstein für die Entwicklungen, die wir jetzt mittlerweile anbieten, haben zeitgleich auch eine weitere Automatisierung auf den Markt gebracht. Das ist das schöne Teil mit den Hasenohren, die sogenannten stationären Gateways, die sowohl im Lager als auch im Baustellencontainer eine 24/7-Inventur möglich machten, mithilfe der BLE-Tags, die nicht mehr nur noch über das Smartphone, sondern auch über die Gateways erkannt werden konnten. Im Jahr 2022 haben wir dann auch unsere Geräte smart gemacht. Ja. Sicherlich haben Sie alle davon mitbekommen, von unseren neuen Neuron-Geräten, die sowohl auf einer einheitlichen neuen Plattform laufen, aber Ihnen auch Daten in OnTrack abbilden, wie beispielsweise den letzten Ladevorgang oder aber auch proaktive Meldungen, wie ist der Zustand meines Akkus. Ja. Und jetzt mit dem Tag heute haben wir sogenannte mobile Gateways, die quasi dem Kunden die Möglichkeit geben, komplett von manuellen Buchungsprozessen wegzubringen, hin zur Automatisierung vom Lager über Fahrzeuge bis hin zur Baustelle. Und da möchten wir jetzt gleich im Kundeninterview näher nochmal drauf eingehen, wo der Kunde Christian Schober über seine Erfahrungen im Alltag berichtet, aber möchte Ihnen als kurze Intro noch ein Video einspielen, um Ihnen das Thema ein bisschen näher zu bringen. Regie, bitte Video abspielen.
Herzlich willkommen Deutschland, Österreich, Schweiz auch von meiner Seite. Mein Name ist Ferdinand Klopfer. Ich bin im Marketing verantwortlich für unseren Lösungsvertrieb als Segmentmanager. Und wenn ich heute so Deutschland, Österreich, Schweiz begrüße, dann fühlt es sich an wie bei Wetten, dass. Ich bin zwar nicht Thomas Gottschalk, aber wir haben trotzdem einen Superstar heute hier, nämlich unseren Kunden Chris Schober. Chris, vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich würde dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst und einen kurzen Abriss gibst über dich. Ja, vielen Dank für das Intro. Da fühle ich mich etwas geschmeichelt. Also auch von meiner Seite her herzlich willkommen an alle Zuseher, Kunden, die es werden wollen. Zu meiner Person, ich bin der Christian Schober. Ich bin Geschäftsführer von der JS Schober, mittlerweile umfirmiert zur AG. Wir sind gewachsen aus einem kleinen Betrieb, Baujahr 1980 mit meinem Papa. In dem Betrieb bin ich 1994 dann nach einer externen Lehre eingestiegen und wir waren immer so rumgedümpelt mit ein, zwei, drei Angestellten und sind dann aber kontinuierlich gewachsen über die letzten 15, 18 Jahre. Und wer schon mal Wachstum mitgemacht hat bis zum Status quo jetzt mit 65 Mitarbeitern, der merkt, dass hier auch kleine Problemchen natürlich mit einer großen Potenz mitwachsen und du mehr an der Orga zu schrauben hast oder an irgendwelchen Abläufen, die du automatisierst, als an den Baustellen. Und genau, dementsprechend ist das so der aktuelle Status quo, weiter wo ich nicht vorgreife. Sehr gut. Also vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und zu uns hier nach Kaufering ins Studio gekommen bist. Das ist für uns extrem wertvoll und ich hoffe auch für alle Kunden da draußen auch eine Gelegenheit, sich einfach mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich auch einfach mal in Verbindung zu setzen, auch emotional, wo der Chris mit seiner Firma gerade steht, um zu sehen, okay, da kann ich mich damit identifizieren und vielleicht gehe ich auch den Schritt und gehe auf meinen Verkaufsberater bei Hilti zu, um mehr über dieses Thema zu erfahren. Heute geht es uns aber in erster Linie mal darum, warum du dich explizit für ein bestimmtes Thema entschieden hast. Bevor wir das aber machen, will ich einfach noch von dir ein bisschen mehr wissen. Du hast gesagt, du hast 65 Mitarbeiter und das ist jetzt in den letzten Jahren stark gewachsen. Wie viel von den 65 Mitarbeitern sind denn auf der Baustelle? Und wie hast du es strukturiert? Das heißt, fährt jeder einzeln in einem Auto? Was machst du? Machst du Sanitär, Heizung, Klima? Oder was genau machst du? Und wie bist du aufgeteilt? Also zur letzten Frage, weil die konnte ich mir am besten merken. Kann man mal nachstellen. Wir sind ja im ganz klassischen Heizung, Sanitär, Klimasektor und seit 8 Jahren auch im Elektrobereich tätig, weil diese zwei Gewerke immer mehr zusammenwachsen. Nur Thema Wärmepumpe zum Beispiel und PV-Anlagen gibt es da Symbioseeffekte. Von den 65 Mitarbeitern teilen sich in etwa in 45 schraubende Projekttechniker vor Ort und 20 Mitarbeiter im Büro mit der ganzen Infrastruktur im Background noch so zusammen, inklusive Chef und Chefin. Ja. Darf man nicht vernachlässigen, gell, die beiden? Sehr gut. Sollte man erwähnen, ja. Vor allem Chefin. Genau. Und du hast jetzt dann die Leute, also deine Mitarbeiter dann 65, da hast du auch einen Lageristen mit dabei, der sozusagen verantwortlich ist für die ganze Kommissionierung und dafür, dass das ganze Material vor Ort ist und für die Nachbestellungen? Ja, wir haben mittlerweile zwei Lageristen, einer, der sich mehr um das Werkzeug kümmert und der andere mehr um den Materialeingang, auf Gott gesagt, Anlieferungen. Dadurch, dass wir Teams und Fahrzeug mäßig zusammenarbeiten, also die Teams sind natürlich in Fahrzeuge aufgeteilt, es sind immer zwei Dreier-Teams, so ist es bei uns in der Branche auch üblich, kommen natürlich auch willkürlich und holen sich Werkzeug aus dem Lager. Und die letzten Jahre hat zum Beispiel das Werkzeug, das anonymisiert ist, sehr, sehr stark zugenommen. Ja? Du hast ja gewisse Werkzeuge, die nur die Teams haben und die immer fest drauf sitzen oder die immer fest einem Auto zugeordnet sind. Und da gibt es natürlich noch eine Menge von Werkzeugen. Desto mehr Teams, desto mehr solche Werkzeuge hast du. Sonst gibt es eine riesengroße große Potenz im Werkzeugeinkauf, die man sich einfach ausleiht und aus dem Lager mitnimmt. Und wenn man sie nicht mehr braucht, wieder
zurückgibt. Und da kam eben der Lagerist oder der Werkstatt oder Werkzeuglagerist ins Spiel. Okay, verstehe. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen vorgegriffen, dass es bei dir einfach auch mit dem Zuwachs der Mitarbeiter auch darum ging, dass die Prozesse im Zweifel gar nicht nachgekommen sind mit dem Wachstum an Mitarbeitern. Und bei den Prozessen geht es natürlich auch darum, dass die Abläufe jetzt mit dem Lager einfach auch immer nicht nachkommen. Und es geht in erster Linie darum, dein Kerngeschäft zu erfüllen, nämlich dass die Baustelle läuft. Jetzt sind wir heute hier zusammen, weil es um OnTrack geht. Und die Zusammenarbeit zwischen der Firma Schober und Hilti ist ja bekanntermaßen recht gut. Sonst wärst du ja heute wahrscheinlich auch nicht heute nach Kaufering gekommen. Ganz kurz jetzt einfach mal zum... Ich hoffe es zumindest. Ganz kurz mal zum Thema OnTrack. Seit wann bist du dabei und warum konkret hast du eine Lösung gesucht, um dieses Problem zu bewältigen, dass du mit den Prozessen nicht nachkommst, beziehungsweise, ich will da gar nicht von Prozessen sprechen, sondern dass du einfach den Überblick nicht mehr hast, den du aber eigentlich haben wolltest. Okay, folgender Fall aus der Praxis. Also, wir nutzen OnTrack seit circa 3 Jahren, haben mit dem ganzen Spaß begonnen. Ich muss ein bisschen eher einsteigen. Es ist so, der klassische Fall, nehmen wir mal dieses Kernbaugeld. Jede Heizungsbaubude hat vermutlich irgendwann mal ein Kernbaugerät gekauft. Das macht man ein bisschen so nebenbei mit. Wenn man schnell was braucht, bohrt man sich was. Ansonsten macht das ein externer Kernbohrer. Und das kauft man sich einmal und stellt es in die Werkstatt. Und der es braucht, nimmt es mit. So, jetzt hast du natürlich irgendwann mal 20 oder 30 Mitarbeiter. Dann denkst du, okay, das Kernbaugerät ist eigentlich nie da. Also gibt es einen Sog, sagst, okay, ich kaufe ein zweites Kernbaugerät. Das könntest du mit 40 Mitarbeitern eigentlich so weit treiben, dass du schon ungefähr 10 oder 12 Kernbaugeräte brauchst. Weil immer wenn du eins brauchst, ist keins da. Das heißt, es ist keins da. Kernbaugeräte braucht man meistens ad hoc. Also, tut mir leid, dass ich jetzt so auf dem Thema oder auf dem Fall Kernbaugerät rumreite, aber das ist genau bei uns der klassische Fall. Das heißt, dann beginnt der Prozess, bitte ruf mal an. Also ruft man 10, 12, 15 Monteure an, natürlich hat es der 15. das Kernbaugerät. Brauchst du das noch auf der Baustelle? Nö, das könnte ich heute Abend mit nach Hause nehmen. Super, dann haben wir für morgen eins. Und diesen Fall wollte ich optimieren. Also entweder du stattest dann überspitztermaßen 40 Leute oder 40 Vans mit 40 Kernbaugeräten aus, oder du versuchst hier einfach einen automatisierten Ablauf reinzubringen. Und hier geht es auch gar nicht um das, dass man vielleicht noch ein Werkzeug kauft oder nicht kauft. Hier geht es um dieses lästige Dasein, dass irgendeine Person beschäftigt ist, irgendwo diese kleine Kripo-Arbeit durch die Firma durchzuführen, um das wieder aufzutreiben. Ja? Und da sind wir sehr dann gut in Richtung OnTrack dann. Okay. Kommst du nicht vorbei. Sehr gut. Erstmal vielen Dank dafür, dass man da an uns nicht vorbeikommt. Und dann haben wir nicht dabei. Dann haben wir aber OnTrack bei dir eingeführt. Und die Grundintention war ja, wenn ich das einfach mal vorweggreifen darf, dass wir einfach ein gewisses hohes Maß an Transparenz abbilden, dass wir einfach genau wissen, welche Mitarbeiter sind gerade jetzt zum Beispiel die Kernbohrgeräte zugeordnet. Dass wenn ich als Mitarbeiter bei dir jetzt auf der Baustelle ein Kernbohrgerät brauche, dann suche ich das einfach in der OnTrack-App und ich bekomme einfach direkt den nächsten Mitarbeiter, der eins hat, direkt angezeigt und dann habe ich sozusagen die Transparenz, die ich brauche. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Mitarbeiter halt immer untereinander buchen mit den Handys und den Barcodes. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Naja, das begann vor 3 Jahren als holpriger Weg. Ich war auch nicht naiv genug, als dass ich das sofort glaubte, dass das funktioniert, weil du den Faktor Mensch hier nicht unterschätzen darfst. Das heißt, wir haben vor 3 Jahren mit Hilfe von euch, und das war sehr groß von euch oder sehr gut von euch, innerhalb von einer Woche die ganzen Geräte getrackt und die Detects aufgebracht, von aktiv, passiv und aktive damals noch. Und dann hat es 2, 3 Einweisungsmodule gegeben bei uns. Jeder muss die App drauf haben, jeder muss buchen, den Buchungsvorgang und jeder super toll, passt. So, dann läuft der Spaß an. Die ersten 2 Wochen funktioniert es und dann kommt der Schweinezyklus, wo das Ganze praktisch irgendwann mal zu stürzen beginnt. Und nach so 3, 4, 5 Monaten merkst,
dass das System noch vielleicht zu 10% hergenommen wird. So. Und das ist... Woran liegt das? Das ist schlicht und ergreifend nicht vorhandene Automatisation damals. Es sind Menschen, wir muten diesen Projekttechnikern ohnehin die letzten Jahre viel zu viel zu. Sie sind im Grunde ihres Herzens Handwerker. Sie wollen schrauben, sie wollen werken und wollen keine Bürokratie auf der Baustelle haben. Und dementsprechend ist alles, was du ihnen anlastest, auch irgendwo mit ein bisschen Widerwillen verbunden. Ja? Oder Vergesslichkeit. Oder. Also der Druck für die Baustelle ist am Ende des Tages so hoch und auch der Fokus auf die Baustelle, dass Sie sagen, solche Themen, ob das jetzt OnTrack ist oder andere Themen, die da einfach auch so eine gewisse Arbeitsweise an den, oder wo du Arbeitsweise erwartest, die können einfach gar nicht erfüllt werden, weil es nicht im Fokus deiner Mitarbeiter steht, oder? Sie sind im Fokus, ja. Ich würde es nicht mit Druck, also Druck glaube ich nicht, aber wenn ich in der Früh schon zwischen 15 und 18 Sachen machen muss, bevor ich die Arbeit beginne, vom Stundenstempeln, OnTrack, Vorsicht, das muss ich noch buchen, diese Maschine muss ich noch buchen, dann muss ich das noch festhalten, dann muss ich noch das Fieldwire-Programm aufmachen. Also es kommt schon was dazu und wenn ich hier was wegautomatisieren kann, ist natürlich perfekt. Bevor wir darauf kommen, was wir wegautomatisieren konnten, hast du mich dann irgendwann mal angerufen, das war vor gut einem Jahr, glaube ich, wo ich einen Anruf bekommen habe von dir, Chris, wo du gesagt hast, Ferdi, wir müssen jetzt mal über OnTrack sprechen, weil ich habe es mir vorgestellt, dass ich jetzt die Transparenz habe, meine Mitarbeiter nutzen es nicht. Wie können wir es machen, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe? Was haben wir dann gemacht? Naja, Ferdinand, das war... ziemlich hüllt die typische Antwort. Ja. Alles andere hätte mich verwundert. Hilti ist für mich der Bentley von den Werkzeugen. Ja. Und dementsprechend war es auch eine Bentley-Antwort. Ihr habt gesagt, okay, ihr habt das Problem auch mit uns oder vor uns schon erkannt und habt dafür einen Lösungsvorschlag gehabt, dass es einen automatischen Buchungsprozess gibt über die Wagengates, ja, und über dieses Gateway im Werkzeuglager. Und seitdem das so ist, läuft's. Punkt. Sehr gut. Also, zur Erklärung einfach mal vorab. Chris, wir haben miteinander telefoniert und ich hatte damals schon als Idee eine Roadmap, dass wir eben Ende letzten Jahres ein Gateway bekommen fürs Auto und dass wir da eben einen Prozess automatisiert abbilden können, damit wir eben genau das vermeiden, was Chris gerade erklärt hat. Die Mitarbeiter haben so viel um die Ohren, dass sie es eben nicht schaffen, nebenbei auch noch die Transparenz manuell abzubilden, sondern unser Ziel wäre gewesen, das eben automatisch abzubilden. Und über das Gateway im Auto und über das Gateway im Lager können wir eben genau das machen. Das habe ich in diesem besprochenen Termin dem Chris einmal erklärt, dass wir das jetzt mit ein paar Monaten Geduld auch abbilden können. Und so sind wir dann eben auf den Weg gekommen, dass wir diese Gateways auch beim Chris in der Firma implementieren konnten. Ich würde jetzt einmal abgeben an den Marco, der uns einmal technisch erklärt, wie das Ganze funktioniert, bevor wir beim Flo einmal wirklich eine Demo bekommen, wie das wirklich auch im System aussieht. Wie war die Welt, die der Chris kannte und was die Mitarbeiter einfach manuell machen mussten? Wie sieht die Welt heute aus mit einem automatisierten Transfer? Perfekt, überragend. Vielen Dank erstmal für die ausführlichen Antworten und auch wenn wir in der digitalen Welt mittlerweile sind, habe ich hier ein physisches Beispiel mitgebracht, wie das mit dem automatischen Buchen, wie es jetzt gerade die Kollegen und geschätzte Kunde ausgeführt haben, im Alltag aussieht. Wir haben sogenannte stationäre Gateways, ja, wie Sie hier sehen, die sind in unseren Lägern platziert und hier schön zu erkennen, haben wir einmal das mobile Gateway. Das wird mit einem OBD-Anschluss am Fahrzeug implementiert. Und der Prozess sieht folgendermaßen aus. Mitarbeiter Meier geht ins Lager, holt sich das schöne Kernbaugerät, was wir gerade ausgeführt haben, aus dem Lager raus. Ja, mit dem BLE-Tag, das ist nämlich Grundvoraussetzung in der Kommunikation mit dem Gateway, packt es sich aufs Auto. Ja. Und jetzt beginnt der Prozess. Hier ist das mobile Gateway im Fahrzeug integriert. Genau, fährt weg vom Lager. Und jetzt passiert nämlich Folgendes. Der Transfer wird automatisch generiert. Das heißt, sobald dieser BLE-Tag nicht mehr im Umkreis von dem stationären Gateway sich befindet, sondern in dem Umkreis von dem sogenannten Fahrzeug-Gateway,
fällt dieser manuelle Buchungsprozess weg. Jetzt fährt der Mitarbeiter auf die Baustelle und der Baustellencontainer ist hier. Hier haben wir ebenso ein stationäres Gateway installiert und sollte er jetzt dieses Gerät wieder in den Baustellencontainer ablegen, passiert genau das Gleiche wie vorher vom Lager aufs Fahrzeug. Auch hier passiert der Transfer vollautomatisch und das lästige Buchen, was wir vorher ausgeführt haben, entfällt komplett. Wie das Ganze aber auch in der Praxis aussieht und in OnTrack abgebildet wird, zeigt Ihnen jetzt gern mein Kollege, der Flo Fischer, in OnTrack selbst. Danke, Marco. Genau, wir kennen es ja alle, alte Welt. Ich habe ein Gerät, ich nehme es mit, ich will es irgendwo vermerken. Entweder ich habe eine Excel-Tabelle oder hier oben drauf haben wir noch einen normalen 2D-Tag, das heißt keine BLE-Funktion, keine Scan-Funktion. Ich gehe dann in mein System, in meine Excel-Tabelle, muss mir dann per Hand auch noch das Gerät raussuchen im System, muss die Tag-Nummer dazu eingeben. Also man braucht hier schon einen gewissen Zeitaufwand. Klar ist das jetzt nicht die Welt, aber es läppert sich auf mehrere Geräte natürlich. Ich muss es anwählen, ich muss auf meinen Transfer gehen. Dann habe ich es erst in meiner Transferliste und dann gehe ich weiter auf Transfer und muss hier nochmal schauen, wo will ich es denn überhaupt hinhaben. Wähle dann quasi meinen neuen Standort aus, muss das Ganze zuordnen, buchen, buchen, buchen. Und dann, noch im wunderbarsten Fall, eine Freigabe mir von irgendwem holen. Das ist jetzt im System nur optional bei uns, aber eine Freigabe kann auch durch einen Vorgesetzten erfolgen, einfach als Sicherheitsmaßnahme. Und da haben wir schon wieder ein, zwei Minuten für den Transfer einfach weg. Jetzt in der neuen Welt ist es natürlich so, wie gerade schon von Marco erklärt, ich habe mein Gerät, ich halte es mal ein bisschen höher, wir haben jetzt hier unten unseren BLE-Tag noch verklebt. Und jetzt ist eben das Schöne, ich habe den Transfer nicht, ich packe ihn mir einfach, ich gehe mit dem Gerät zum Auto, mein Auto sagt, cool, schön, dass du da bist, das andere Gateway sagt, okay, passt, ich melde es als entnommen und dann gleicht sich das im System ab und der automatische Transfer findet eben statt, was wir auch bei uns im System schön nachvollziehen können, indem wir einfach im Transferverlauf mal schauen, ich habe ein bisschen was vorbereitet, wenn ich jetzt zum Beispiel Geräte wegbuche, aber physisch nicht mitnehme, buchen die sich wieder selbstständig aufs Lager. Also ich habe immer noch einen Kontrollmechanismus im Hintergrund, der mir meine Geräte auch auf den richtigen Standort bringt. Entweder zur Baustelle hin oder von der Baustelle zurück, wenn der Monteur es in der App vergisst, was auch komplett menschlich ist, habe ich hier eben die Kontrollfunktion. Hier steht dann auch schön dran im System, dass ich einen automatischen Transfer ausgelöst habe. Und in den Details steht es noch detaillierter drin, wann, von wo. Also besser geht es nicht und erleichtert Ihnen die Arbeit enorm. In der neuen Welt. Gut. Top. Dann wieder ab zu dir, Marco. Vielen Dank, Flo, für die Ausführungen am System. Ich hoffe, das konnte Ihnen ein Stück weit den Überblick geben. Ich werde jetzt aber wieder rübergehen in die tolle Diskussionsrunde und übergebe das Wort nochmal an dich fertig für weitere Themen. Sehr gut. Chris, das war jetzt ja der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir schaffen es jetzt eben dem Mitarbeiter das abzunehmen, dass er eben nicht mehr aktiv werden muss und du aber trotzdem als Geschäftsführer oder auch dein Lagerist, der Andi, auch einfach die Transparenz hat, obwohl die Mitarbeiter einfach nichts dazu beitragen müssen. Konnten wir das Thema insoweit erledigen, wie du es dir am Anfang vorgestellt hast, bei der Grundidee von OnTrack? Definitiv. Diese Frage ist definitiv mit Ja zu beantworten. Und weil du mir gerade Andi sagst, man muss auch hier betonen, also wie gesagt, ich bin völlig unvorbereitet und ich bin ja der Einzige, der keine Kärtchen in der Hand hat. Also es sind sehr aufrichtig. Das hat auch ein gewisses Risiko mitgebracht, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, dass ihr geschwitzt habt, aber wir sind noch nicht fertig. Stimmt. Man muss dazu sagen, dass der Andi, also unser Lagerist, jetzt auch keine kernwissenschaftlichen Fähigkeiten hat und der trotzdem mit dem System, mit der Hiltia OnTrack App
total gut klarkommt und immer Transparenz hat. Also das sollte man hier noch betonen, ja? Dass es keinen überfordert, das System. Super, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil von OnTrack, dass es einmal wahnsinnig einfach ist in der Bedienung, wenn es dann implementiert ist, aber dass Hilti auch einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, um es zu implementieren. Vielleicht kannst du das einmal noch mal kurz ausführen, wie die Implementierung für dich abgelaufen ist, sowohl die Initiative-Implementierung als auch die Implementierung jetzt von den Gateways. In kurzen Zügen. Kurz. Wir hatten nichts damit zu tun. Sehr gut. Ja. Vielen Dank. Dann. Die große Hürde ist natürlich, die ganzen Geräte, bei uns sind es mittlerweile 700 Geräte, also mit Akkus und allem drum und dran. Da lässt sich schön drüber reden, aber den ganzen Spaß zu tracken und einmal durchzuballern, ist natürlich schon eine gewisse Hürde. Aber da sind wir unheimlich unterstützt worden, beziehungsweise nein, wir haben euch noch unterstützt mit ein, zwei Personen und dann war es wirklich in 3 Tagen vorbei und von den Gateways habe ich als Chef gar nichts mitbekommen. Und wenn ich als Chef gar nichts mitkriege, ist das sehr gut. Sehr gut. Also vielen Dank dafür, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man, wenn man sowas einführt, dann darf es nicht so eine zu große Hürde sein, dass man sagt, oh, ich muss da jetzt irgendwie eine Software implementieren, sondern es ist am Ende eine super einfache Plattform und der wesentliche Bestandteil von OnTrack ist jetzt auf der einen Seite die Plattform, dann die Hardware mit den BLE-Tags und mit den Gateways, aber in erster Linie aber auch der Service, dass wir diese ganze Sache auch implementieren, egal zu welchem Status oder auf welchen Status hin. Du hast jetzt im Wesentlichen darüber gesprochen, dass für dich dieser automatisierte Transfer wichtig ist und dass du damit einfach die Transparenz abbilden kannst. Vielleicht für den Andi, für deinen Lageristen, aber auch für den ein oder anderen Kunden jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist vielleicht auch eine Ad-Hoc-Inventur wichtig oder auch der letzte Standort von den Geräten und von den Fahrzeugen. Flo, ich würde einmal noch mal kurz an dich abgeben, dass du da einmal noch mal die Inventur einmal demonstrierst, aber auch diesen letzten Standort einmal zeigst in den Details von einem Betriebsmittel, weil das schon eine wesentliche Funktionalität ist von den Gateways und von OnTrack BLE. Klar, gerne. Danke, Ferdi. An sich mega simpel, um es in einfachen Worten auszudrücken, wenn wir jetzt ins System reinschauen und eben unser Fahrzeug haben, das im Set läuft. Klicken wir einfach aufs Fahrzeug drauf, das System erkennt, hier ist ein Gateway am werkeln und dann habe ich hier in der Detailansicht einfach gleich die smarte Inventur angezeigt. Wenn ich jetzt das Raster aufmache, kann ich hier schnell in einem schönen, schnellen Overview sehen, wie viele erwartete Betriebsmittel habe ich, wie viele findet er und wie viele sind nicht gefunden. Also zum Beispiel, wenn jetzt der Monteur auf der Baustelle ist, wie viele hat er gerade aus dem Van entnommen und ist zum Beispiel aus dem Radius rausgelaufen. Ich kann mir das Ganze aber auch per Bericht an meine Mail senden. Die Mail bekomme nur ich und kein anderer, wenn ich das Ganze mal überprüfen will. Der Standort, auch ganz schnell erledigt. Ich wähle mir ein Betriebsmittel aus. Dann habe ich hier gleich den Reiter Angaben zum Standort. Mache auch das Dropdown-Menü auf und sehe hier meinen Standort. Wann zuletzt gescannt und von was. Sehr gut. Vielen Dank, Flo. Wir schauen uns da ja gerade die Web-Variante in erster Linie an. Ja. Und es gibt natürlich auch die App, in der wir genau so eine Inventur auch abbilden könnten. Und das ist meines Erachtens auch für jeden Kunden oder für jeden Geschäftsführer wichtig, dass wenn ich als Monteur jetzt mal von der Baustelle wegfahre, will ich wissen, habe ich denn alles ins Auto gepackt? Können wir dann auch an der roten Ampel oder jetzt kurz bei der Tankstelle, wenn ich stehe, eine kurze Inventur machen, damit ich weiß, okay, ich habe an der Baustelle auch wirklich alles eingepackt? Klar, sage ich auch gerne. Also natürlich Voraussetzung, das Ganze ist, ich öffne die App, habe dann meine Übersicht und in der Übersicht habe ich den Reiter Inventur. Dann kann ich hier die Gateway Inventur anwählen, mein System schlägt mir vor, was will ich machen, Standort, Fahrzeug, dann gehe ich natürlich auf ein Fahrzeug, dann zeigt er mir meine Sets an, die ich angelegt habe, in unserem Account ist es nur eins, ich wähle das Fahrzeug an und hier gibt er mir die Inventur aus, ich kann auch wie in der Webversion einfach den Bericht senden und habe die Daten dann auch auf dem Rechner. Sehr gut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gerät angezeigt hätte, das ist nicht gefunden, dann kann ich nochmal draufgehen und sehe, oh, genau. Ich habe die TE6 nicht eingepackt, ich muss nochmal zurückfahren. Oder ich weiß, dass ich sie bewusst dort auch hinterlassen habe für den Nachunternehmer etc. Pp. Ja. Ich würde einmal nochmal kurz an dich übergeben, Flo, ob eventuell Fragen aus der Community gekommen sind. Und an dich, Michael und Flo. Nicht nur eine, Ferdinand. Von dem her super, vielen, vielen Dank. Deswegen würde ich jetzt gleich eine Umfrage nach vorne ziehen. Einmal ging es darum, ob wir die Unterlagen mit Ihnen teilen können. Diese Umfrage zeigen wir Ihnen einfach jetzt. Sie stimmen ab, ja oder nein. Und dann würde ich gleich noch vorwegnehmen,
Wünschen Sie nochmal einen Kontakt von uns, dass wir Sie kontaktieren, um offene Themen oder auch Verbesserungsvorschläge, die wir von Ihnen bekommen, da nochmal besprechen zu dürfen. Hier bitte einfach nochmal teilnehmen an der Umfrage. Wir haben auch noch weitere Fragen vorbereitet, die nehmen wir gleich mal mit rein, Flo vielleicht. Kann ich zu einzelnen Werkzeugen eine maximale Auslaufzeit erstellen, um eine Rückgabeerinnerung zu generieren, war die Frage. Per se schon möglich, aber nicht in diesem automatischen Transfer. Ich kann bei einem normalen Transfer für die Transferliste, die ich mir generiere, ein Rückgabedatum einstellen. Da bekomme ich dann auch eine Meldung, die wird mir per Mail ausgelöst in den Aufgaben oben. Der Monteur bekommt eine Meldung, Sie bekommen eine Meldung und das Ganze ist abbildbar. Beim automatischen Transfer noch nicht. Dann haben wir noch eine Frage bekommen von Michael. Wie sieht das Ganze aus, wenn mehrere Fahrzeuge mit Gateway sich auf der Baustelle befinden? Transferieren sich die Geräte beim Automatismus nicht gegenseitig selbst hin und her die ganze Zeit? Also müssen wir da auf was Rücksicht nehmen? Eigentlich nicht. Also die Systemlogik ist so eingestellt, dass erst wenn ein Standort eindeutig zu identifizieren ist, auch ein Transfer ausgelöst ist. Wenn sich Gateways überschneiden, merkt das System und die Geräte in der Schnittmenge bleiben auch auf dem Standort zugewiesen. Es generiert sich nur ein vorgeschlagener Transfer. Diesen können Sie bestätigen, wenn Sie zum Beispiel wissen, dass von A nach B das Gerät transportiert worden ist. Genau, eine Frage nehmen wir noch mit rein, dann gehen wir gleich wieder zurück. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich würde hier stundenlang gerne mit Ihnen natürlich weitermachen, aber wir antworten Ihnen alle auf Ihre Fragen und auf Ihr Feedback. Von Dalibor, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, betreffend der Ansichteinstellung für den Monteur, würde es da eine Anleitung geben? Können wir da einen Tipp geben? Direkt eine Anleitung nicht. An sich, oben ist ja immer dieser Reiter Ansicht speichern im System, also mit den verschiedenen Filterfunktionen. Wir können gerne im Nachgang noch direkt auf Sie zugehen, Ihre Kontaktdaten mit aufnehmen und dann können wir Sie da direkt kontaktieren, dann können wir das zusammen durchgehen und für die Zukunft auch mit aufnehmen. Super, Flo, vielen Dank. Gerne. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zu euch. Wunderbar. Danke sehr an der Stelle und ich glaube, jetzt haben wir nochmal live gesehen, wie denn die Lösung tatsächlich aussieht in OnTrack. Und jetzt nochmal zwei, drei Fragen an dich, Chris, weil wir jetzt die Zeit natürlich auch nutzen wollen. Jetzt haben wir das bei dir implementiert. Du hast OnTrack implementiert mit den VAN-Gateways und mit Bluetooth Low Energy auf deinen Geräten. Was sagen denn jetzt deine Mitarbeiter? Ja, super. Also die Mitarbeiter sind jetzt erstens mal zufrieden, weil man gegenseitig nicht mehr sucht, wo das Werkzeug ist, diesen großen Reibungspunkt weg ist und jetzt auch erleichtert in der Second Step, die wir ab letztes Jahr eingeführt haben, weil sie mit dem Buchen nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und jetzt kommen natürlich auch noch so lustige Sachen auf, wie zum Beispiel, also so als Side Note, vor 3 Wochen haben sie uns 6 Hilti-Werkzeuge rausoperiert, also gestohlen von der Baustelle übers Wochenende und ein Gerät, siehe da, ist jetzt aufgetaucht in Rumänien an der Tankstelle. Hast du es schon wieder? Nein. Noch nicht. Ich werde den Invest nicht in Kauf nehmen, diesen Schlagschrauber wieder zu holen in Rumänien, okay, an dieser Tankstelle. Man muss aber dazu sagen, dass alle Versicherungen hier sehr, sehr angetan sind, weil wir kriegen jetzt diesen Schaden ersetzt. Es war versicherungstechnisch ein Grenzfall mit unserer Versicherung, aber dadurch, dass wir alles getan haben dafür und jetzt auch noch was aufgetaucht ist, sagen die, okay, also es wird auch honoriert von den Versicherungen. Ja. Super, sehr guter Punkt. Also nicht nur, dass die Mitarbeiter zufrieden sind damit, dass sie nichts mehr damit zu tun haben, sondern nur die Transparenz muss, ja, sondern die Versicherungen und der Chef finden es auch noch gut. Ja. Sehr gut. Was wäre denn, wenn wir in Zukunft auch direkte Geotags hätten? Wenn wir zum Beispiel, jetzt nur mal so als kleiner Teaser in die Zukunft, wenn wir wichtige oder größere Geräte wie zum Beispiel Heizmobile, wie zum Beispiel größere investitionsreiche Geräte, wenn wir die direkt mit einem aktiven Geotag ausstatten könnten? Ja, ist natürlich auch super spannend, weil wir betreiben es ja momentan so, wir haben dieses Baustellen-Gateway, dieses Hasenohrenteil auf der Baustelle haben wir jetzt nicht mehr, weil es zum Teil einfach überpaced ist, ja, mit ein paar Maschinen auf der Baustelle. Das macht vielleicht bei einer großen Baufirma Sinn. Das heißt, bei uns geht das Werkzeug aus dem Lager raus, bucht sich automatisch schön auf das VAN-Gate, wie vorher hier physisch dargestellt. Und auf der Baustelle verlässt es dann irgendwann einmal diesen Bluetooth-Sektor von dem Handy des Mitarbeiters und wurde als letzter Standort gespeichert. So,
jetzt muss es da sein oder müsste eigentlich da sein oder vermutlich ist es noch da. Wenn ich natürlich irgendwo langfristigere Sachen habe, wie bei, was weiß ich, bei einem kleinen Packer oder bei einem Heizmobil, wie du so schön angesprochen hast, macht das natürlich Sinn, wenn das automatisch hier irgendwie wöchentlich oder täglich irgendwie eine Meldung rückgibt, um einen Überblick behalten zu können. Also wir kriegen für die nächste Innovation in OnTrack einen Termin bei dir. Immer fertig. Sehr gut. Immer. Und wenn wir als nächstes, als kleinen, noch einen anderen Teaser, wenn wir als nächstes noch aus den Prüfgeräten für den E-Check die Dokumentation für die erfolgreiche Prüfung von dem E-Check direkt in OnTrack ans Betriebsmittel hängen könnten, kriegen wir auch da einen Termin bei dir? Oh ja, weil von der Berufsgenossenschaft Baustellenbesuche haben wir immer öfter. Sehr gut. Dann ist die Antwort ja, oder die Antwort kurz ausgefallen, aber deutlich. Von daher freue ich mich dann auf die nächsten Termine. Ich habe jetzt noch zum Abschluss drei kurze Fragen, weil wir dann uns einfach an die Zeit auch halten müssen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du den Service rund um OnTrack beurteilen? Nein. 10 mag jetzt unseriös wirken, aber dann sagen wir halt einfach 9,5. Okay, ja? Vielen Dank dafür. Wie beurteilst du die B-Note? Wieso kann ich nicht rechtfertigen? Okay, wie beurteilst du den Preis von OnTrack? Findest du es teuer? Verhältnismäßig. Natürlich kostet es Geld. Und natürlich ist vielleicht nicht alles betriebswirtschaftlich nachzuvollziehen. Aber jetzt an alle Geschäftsführer und Chefs dieser Firmen, die dann irgendwann diese Angebote vorliegen haben. Es war bei mir ähnlich. Du kannst es betriebswirtschaftlich nicht ganz rechtfertigen, nur es geht nicht immer nur um Betriebswirtschaft. Es geht auch um Ökonomie. Und Ökonomie schließt das Leben mit ein. Und wenn ich meinen Mitarbeitern mir ein schöneres Miteinander, ein schöneres Arbeiten zum Teil noch generieren kann. Und vielleicht das ein oder andere Lächeln des Mitarbeiters, weil er motiviert ist, abgewinnen kann. Und somit vielleicht eine bessere Mitarbeiterbindung noch vonstatten geht. Dann habe ich mir das auf einer relativ wichtigen Seite, nein, auf einer ganz wichtigen Seite schön geredet. Und der Rest lasst sich betriebswirtschaftlich nachvollziehen. Sehr gut. Vielen Dank dafür. Ich würde das Ganze jetzt für uns abbinden. Chris, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um nach Kaufering zu kommen. Ich hoffe, Deutschland, Österreich, Schweiz kam mit dem Bayerisch und mit dem Schwäbisch zurecht heute, weil sonst müssen wir im Nachgang nochmal Untertitel einblenden. Aber vielen Dank auch fürs Zuhören an der Stelle. Wir könnten, glaube ich, jetzt auch noch Stunden weitersprechen über die Thematik OnTrack und Mitarbeiterzufriedenheit. Aber wir beide binden das jetzt an der Stelle ab. Vielen Dank für deine Zeit heute. Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. War total nett, war total schön. Und wir machen mal hinterm Fernseher weiter. Ich freue mich drauf. Servus. Ja, dann würde ich noch ganz kurz, die Regie hat mir noch zwei, drei Dinge ins Ohr geflüstert. Eigentlich kann man zu den letzten Sätzen gar nichts mehr ergänzen und das Webinar sauber beenden. Allerdings war noch mal die Frage bezüglich der Präsentation. Ich habe ja vorher physisch dargestellt, wie dieser automatische Transfer abgebildet ist. Ich habe in der Präsentation diese Darstellung auch nochmal grafisch dargestellt, also auch dieser Prozess ist abgebildet. Nach den Scan-Zyklen wurde gefragt, also in welchen Abständen senden die Gateways. Auch das habe ich als Backup-Folie in der Präsentation dahinter, also nicht nur das, was Sie jetzt gesehen haben in meiner Präsentation, sondern auch Detailinformationen können wir Ihnen gern dann im Nachgang zukommen lassen. Und bevor ich jetzt das Webinar beende, möchte ich noch einmal ganz kurz abgeben an den Michael, um vielleicht noch letzte offene Fragen von Ihnen im Chat zu klären. Genau, vielen Dank, ihr drei. Ihr habt mir viel Zeit gelassen, aber wir versuchen uns auf die wichtigsten Themen nochmal zu fokussieren. Eins wollten wir nochmal zeigen hier von unserer Seite. Es kamen sehr, sehr viele Fragen zu der App. So, wenn wir da nochmal reingehen, Milena hat hier auch nochmal gefragt, wo stellen meine Mitarbeiter die private Zeit ein? In der App kann jeder seine persönliche Einstellung konfigurieren, wenn wir das nochmal vielleicht vorführen. Klar, dann zeigen wir es Ihnen gerne einmal an der App. Das ist eigentlich ganz, ganz leicht für Ihren Monteur, für Ihren Mitarbeiter, für Sie selbst. Sie klicken oben auf Ihr kleines Männchen, dann werden Ihnen die Überblicksdaten angezeigt und dann sehen wir es hier schon, Privatmodus. Und da kann ich mir wirklich private Zeiten setzen. Für den Tag,
also wann ich täglich die private Zeit haben will, also Feierabend 17 Uhr, wieder anstempeln 7 Uhr, dann setze ich die hier und ich kann wirklich 24 Stunden Tage ausblenden, also Samstag, Sonntag, kann ich auch komplett aus dem System nehmen lassen, wenn ich das so möchte. Und das war schon alles. Genau. Von meiner Seite nochmal ein sehr, sehr großer Dank an die ganzen Fragen, Feedback, was wir gesammelt haben. Wir melden uns bei jedem Einzelnen von Ihnen. Sie kriegen Feedback, Sie kriegen die Antworten. Wir lassen es nicht einfach hier jetzt stehen. Das ist uns extrem wichtig. Von dem her nochmal vielen, vielen Dank. Und ich hätte einfach noch eine letzte Frage an Sie, bevor wir zum Schlusswort zu Marco abgeben. Wie hat Ihnen dieses Webinar gefallen, dieser Event? Haben Sie hier vielleicht noch Verbesserungsvorschläge oder Feedback? Teilen Sie uns das gerne mit und stimmen Sie gerne ab. Von unserer Seite aus der Social Corner Ecke würde ich sagen, uns hat riesig viel Spaß gemacht. Vielen Dank und zum Schlusswort zu dir, Marco. Ja, die letzten Worte von mir auch nochmal herzlichen Dank meinerseits für die Zeit mit Ihnen. Haben jetzt ein bisschen überzogen, aber ich glaube, die Diskussion mit unserem Special Guest war sehr, sehr sinnig, auch für Sie und sehr, sehr wertig. Und bedanke mich da auch nochmal bei dir, Christian, und auch bei dir, Ferdi, für die Zeit und für das wirklich großartige Interview. Und ja, wünsche Ihnen eine gute Restwoche, viel Erfolg und alles Gute, bleiben Sie gesund, bis bald.